bis zu 4 Stunden Wartezeit und erneut lange Warteschlangen vor den Terminals. Die Sicherheitskräfte am Hamburger Flughafen haben ihren Streik nach 4 Tagen Pause fortgesetzt und damit auch am Mittwoch für erhebliche Einschränkungen gesorgt. Zum 3. Mal streikte das Sicherheitspersonal am Flughafen. Die Lage ist durchaus angespannter als beim vergangenen Mal, sagte Flughafensprecherin Katja Tempel. Das ist schon der 4. Streiktag hier in Hamburg und wir denken, dass Verdi da ganz überzogene Forderungen hat. Es betrifft nämlich vor allem ganz Unbeteiligte. Das sind all die Passagiere, die nicht wegkommen, das sind die Fluggesellschaften und auch wir als Flughafen. Denn es sind nicht unsere Mitarbeiter an der Sicherheitskontrolle, dafür ist ausschließlich die Bundespolizei verantwortlich. Das heißt, uns als Flughafen sind hier leider komplett die Hände gebunden. Bereits in der Nacht hatten hunderte Fluggäste in den Terminals gewartet, um rechtzeitig die Sicherheitskontrollen passieren zu können. Die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz blieben die Nacht über vor Ort und versorgten die Wartenden mit Wasser- und Proviantpaketen. Am Morgen mussten einige Fluggäste aufgrund von Kreislaufproblemen behandelt werden, so Frank Vollstedt vom DRK. Unsere Aufgabe ist hier die Betreuung der Fluggäste, die hier warten. Und allgemein die Betreuung von gehandicapten Personen, die auf Flugreisen gehen. Wie schon in der vergangenen Woche ließ der Streik die Kontrollpunkte zum Nadelöhr werden. Ab 5 Uhr war nur eine der 20 Kontrolllinien geöffnet. Viele Fluggäste richteten sich auf lange Wartezeiten ein. Ich verstehe sicherlich die Forderungen der Leute, habe aber kein Verständnis dafür, dass ich dafür nicht in Urlaub fliegen kann. Ich bin genauso angestrengt gearbeitet und möchte meinen Urlaub natürlich genießen. Geht nicht zügig voran und das nervt gewaltig. Und dann gibt es noch Menschen, die sich auch noch vordrängeln möchten. Das ätzt dann ganz tüchtig. Wir sind etwas genervt von der langen Schlange hier. Es ist nervig hier, die ganze Zeit in der Schlange zu stehen, ja. Die rund 600 Mitarbeiter der Personenkontrolle am Hamburger Flughafen hatten bereits in der vergangenen Woche 2 Tage und im Januar 1 Tag lang gestreikt und damit den Airport weitgehend lahmgelegt.